damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's. Mit mir, den Thomas und Player Gaddon. In der letzten Folge haben wir es geschafft, in die fünfte Nacht zu kommen. Auch wenn es ganz knapp war, aber juckt ja keinen. Wir haben es überlebt und jetzt müssen wir wieder arbeiten gehen. Na, habt ihr auch so einen geilen Job da draußen? Wenn ihr einen Job habt. Ihr macht Nachtschichten in einer Pizzeria. Müsst auf Mechatronics aufpassen, die euch umbringen wollen. Läuft, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe jetzt neue Kopfhörer und ich merke gerade, der ruft uns gerade an, wenn der Typ in der letzten Nacht gestorben ist. What the fuck? Yo. Ach du heilige Mutter Maria, was ist das denn? Hört ihr das? Uns ruft gerade eine ganz gruselige Stimme an. Und labert uns voll, aber ich weiß nicht, womit sie... Ja, halt deine Schnauze, kleiner Bastard. What the fuck? Wieso ist die Ente... Ich will's gar nicht wissen. Ich habe jetzt einige Tipps bekommen von... Wie hieß er? Sorry, wenn ich den Namen vergessen habe. Xernax PvP heißt er, glaube ich. Beziehungsweise du, wenn ich dich duzen darf. Boah, fickende Kinder, Alter, wer war das denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du mir den Tipp gegeben, wenn Freddy da in die Kamera schaut, muss man die Tür zumachen. Denn sonst bringt er uns um. Jo, die Maus ist auch schon unterwegs. Läuft bei der, würde ich sagen. 12 Uhr ist es, 87%. Läuft gerade nicht so schnieke, aber juckt ja keinen. Nochmal schön auf Freddys Nase drücken zur Motivation. Muss ja gerade sein. Sorry, Outforder. Yo! What the? Nein! Oh! Nicht lachen, nicht lachen. It's not cool. Es ist 1 Uhr morgens. Da sind die meisten Menschen am Schlafen und müssen nicht in der Pizzeria aufpassen, dass hier irgendwas geklaut wird oder ich weiß gar nicht, worauf man hier überhaupt aufpasst. Das ist auf jeden Fall creepy shit, würde ich sagen. 80%, 1 Uhr morgens sind wir schon mal gekommen. Bis jetzt gab's zum Glück noch keinen Angriff und gerade kam eine gruselige Melodie. Oh, gruselig. Was das wohl war? Ich hab keine Ahnung. No. No. Okay, die Ente scheint irgendwie vom Erdboden verschluckt zu sein. Was das jetzt genau heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich werde mich wahrscheinlich nicht so stark erschrecken, wenn ich irgendwie gejumpscared werde, denn ich muss gerade am Nachmittag aufnehmen, da ich heute Abend Tennis habe. Und das sonst zeitlich ein bisschen knapp wird, aber ist ja egal. What the? To me? What? What? Freddy, was hast du für Probleme? Soll ich dir helfen? Wenn ja, dann gib mir ein Zeichen. Und nicht wieder so ein creepiges. Ich hasse es, wenn ich so eine Melodie von vorhin höre. 2 Uhr morgens, 66%. Es sieht nicht so schnieke aus. Oh, du, wow, wow, wow. Okay, ich erschreck mich trotzdem. Ich nehme meine Worte zurück. Okay, Freddy ist weit und breit noch nicht zu sehen. Und die Maus ist schon wieder weg. Sie hat wohl gemerkt, dass, wenn die Tür zu ist, sie schlecht reinkommt. Schon mal Fortschritt hier gemacht. Läuft auch, würde ich sagen. Was war das? Was war das? Was war das? Oh, Jemini. Ich habe euch schon in der ersten Nacht angeboten, wenn ihr mein Getränk haben wollt, dann könnt ihr es ruhig haben. Also... Ich habe wirklich nichts dagegen und wenn ihr auch die Zeichnung an der Wand haben wollt, nehmt sie ruhig, euch. Ich höre mich jetzt einfach schlechter wegen den Kopfhörern. Sorry, wenn ich ein bisschen blöde laber. Aber what the fuck? Naja, blöde labern tue ich ja in jeder Folge. Badum. Und die schlechten Witze müssen auch immer sein. Was wäre Player Gaddon ohne schlechte Witze? Das wäre kein Player Gaddon mehr. Halt deine Schnauze, kleiner. Oh nein, Pirate Cove! Pirate Cove is on the road.
Ich habe auch gehört, dass man Golden Freddy, der soll irgendwie in der fünften Nacht auftauchen und man sieht ihn nicht. Habe ich so gehört. Otto, wow, 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 wow. Chill dein Leben aus. Chill. Ach, Hase, sorry. Die meisten beschweren sich ja immer, wenn ich Hase sage. Wow. Beziehungsweise Maus. Aber für mich ist es eine Maus, weil es Kultur ist. Ja, halt deine. Oh nein, Freddy! Oh! Wow, wow. Okay, he's auch noch on the road. Der Hasio. Und Freddio. Okay, Freddio ist Veggio. Und Antio ist noch. What the fuck? Wieso will er nicht verschwinden, Motherfucker? Okay, hier ist Wayo. Und wir haben nur 30% Dio. Das sieht überhaupt nicht Yo aus. Oh. Foxy. Oh, geh doch weg. Oh Mann, was habe ich getan, Freddy? 4 Uhr morgens. Come on, Baby. Come on. Kampfansage hier. Dafür habe ich immer Zeit. Dafür habe ich immer Zeit. So. Ist. Och, geh doch weg. Nervt nicht. Stimmt das wirklich, dass man die Tür dazu machen soll? Denn irgendwie scheint mir das als ganz großer Stromverbrauch. Oh nein. Oh Mann. Ja, pff. Ich würde gerne Strom sparen, wenn das hier möglich wäre. Aber anscheinend sieht es nicht so knorke aus. Och, geh doch weg, Mann. Ja, es tut mir leid, aber ich habe nicht mehr ewig Batterien. Okay. Foxy kam wieder angelaufen. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir haben nur 8%. Oh, Mo. Oh, Mio. Oh, nein. Ja, Foxy. Du Mongo. Ja, und lach nicht so scheiße, Freddy. Ich weiß, dass ich gleich tot bin. Aber was kann ich denn dafür, wenn er... Ah, wir brauchen eine neue Taktik. Wir haben... 5 Uhr morgens, 5. Nacht. Wir sind tot. Wir haben leider... Die 5. Nacht hat noch nicht so lange begonnen, wo man sagen könnte... Jetzt würde das reichen ungefähr. Denn... Sechs Uhr morgens ist bald. Spiel noch länger die Musik ab. Der Thomas, der Thomas, der Thomas. Der Thomas, bitte. Der Thomas, der Thomas. Oh, ich weiß, dass du da bist, Mann. Erschreck mich endlich. Ja, lässt sich aber lange Zeit, wer auch immer da ist. Ich kann nicht sehen. Ah! Oh, Freddy, Mann. Oh, ja. Man weiß, dass ein Jumpscare kommt, aber man weiß nicht ganz genau, wann der Jumpscare kommt. Und ich habe gesehen, wir müssen noch nicht mal bis 6 Uhr Batterien haben. Es reicht auch, wenn wir vorher die Batterien verlieren. Leider sind wir jetzt abgekratzt, aber ich versuche jetzt einen Masterplan zu entwickeln. Und zwar mache ich immer nur die Tür zu bei Freddy, wenn ich weggucke. Und here we go. 12 Uhr, 5. Nacht. Wir werden es diesmal schaffen, glaube ich zumindest. Yo, Leute, es gab ganz einen kurzen Cut. Denn meine Mutter hat mich wieder bei der Arbeit gestört, sozusagen. Naja, bei meiner Freizeitbeschäftigung. Denn sie wollte wissen, wie was geschrieben wird, da sie ja ein totaler Instagram-Suchti geworden ist. Ah, ich kann auch nichts dafür. Aber wir haben ein bisschen Energie gespart. Vielleicht sogar die entscheidende Energie am Ende. Aber ob es die entscheidende Energie wird, kann ich selber nicht beurteilen. Die Ente ist weg. Das ist sehr gut. Ist aber schön, dass die Kameras wieder so gut funktionieren. Die super tollen Kameras da, die so super toll funktionieren und so. Yay. Wir können wieder ein bisschen chillen und auf Foxy aufpassen. Foxy, du kleiner Fuchs, geh weg. Du machst mir Angst. Jetzt kommt wieder diese hawaiianische Musik. Sie erinnert mich immer an Hawaii.
Hawaii? Hawaiianische. Ah, okay, ich hab's jetzt. Nach 600 Milliarden Stunden Überlegungen. Die Ente war wieder da, die Ente war wieder da, die Ente war wieder da, die Ente. Die Ente ist on the road. Come on, Bebe. Ente, wo bist du? Ja, da ist Foxy und da war die Ente und da ist nichts und da ist nichts. Da war ein Bild von Freddy. Ist Freddy nicht wunderschön, wie er mich mit seinem Pedoblick anschaut? Ja, er ist wunderschön. Und wir haben wieder auf Freddys Nase gedrückt. Ja, geh weg! Hase, du bist ein kleiner Hase und du störst mich bei meiner Arbeit. Als Nachtwächter. Als Nachtwächter. Ah! Du Mongole. Och, ich weiß nicht, ob du Mongole bist, aber wir wollen jetzt nicht rassistisch sein oder so, aber du bist nicht besonders nett, Hase, und das mag ich nicht. Und Foxy ist noch da und chillt ein bisschen. Huhuhu, Freddy hat deine Schnauze. Ich mag keiner. Du bist ein Bär. Und... Ah! Du bist ein Bär und, ja, du bist ein Bär. Ein singender Bär mit einer kleinen Mütze. Sieht aus wie so ein Hirsche Layton. Professor Layton Zylinder und bist ein singender Bär und bist in der Pizzeria und ich soll auf dich aufpassen. Wieso? Weiß ich auch nicht, weil dein Chef mir es befohlen hat. Ich kann auch nichts dafür, es tut mir leid, aber es muss so sein. 54%, 2 Uhr morgens. Läuft nicht besonders hardcore, würde ich sagen, aber wir haben nicht unendlich Zeit. Und da kam wieder einer reingelaufen. Wer? Oh, wow, 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 wow. Chill dein Leben, Bruder. Chill dein Leben. Hase, chill dein Leben, Mann. Chill dein Leben. What the hell do you want with me? Opfer! Die epileptische Ente, würde ich sagen. Oh nein! He is wieder on the road. Tür zu. Offen. Leuchten. Ah! Wow, das war ja wieder knapp. Er ist immer noch da und der Hase, der ist irgendwie auch immer noch da. Und Foxy ist gleich auf dem Weg, würde ich sagen. Ist er noch da? Ja, leider. Und wir müssen da wieder die Tür aufmachen, wenn der Hase... beziehungsweise die Ente da nicht steht. Und wir müssen ein bisschen unser Leben chillen. Jetzt sind wir noch da. Alter, geh mal weg! Ich brauche noch Strom. Weil die hier mir ja nicht genug geben, nur 100%, Mann. So teuer ist Strom auch wieder nicht. Glaube ich. Oh, what? Ja, schlecht, Foxy. Ich sollte, glaube ich, trotzdem noch die Tür zu haben, denn ich weiß nicht so recht. Und wieder die Tür auf jeden Fall sicher. 22%, 4 Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Energie als in der letzten Nacht, aber ob das wirklich... What the fuck? Oh nein. Oh Mann, das ist so... Die fünfte Nacht ist verdammt schwer, würde ich sagen. Mehr als verdammt schwer. Tür auf, Strom sparen. Die Sparkasse. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Während ich ein Horror-Game spiele und ein bisschen hier rum... What the fuck? Okay. Nein! Darf ich nicht machen!
Oh, Foxy muss auch einmal unsere World kommen, sonst tötet er uns noch. Oh. Fünf Uhr morgens. Zeit für einen Burger. Foxy, du kleiner Fuchs. Was machst du? Nein! Bitte hab Erbarmen mit mir. Es ist schon 5 Uhr morgens gewesen. Spiel noch länger diese Melodie und vielleicht schaffen wir. Nein, Freddy, oh Mann! Jo, wollen wir noch einen Versuch wagen? Nee, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir es nochmal probieren. Wir kommen ja um 5 Uhr morgens, aber weiter nicht, das ist das Problem. Aber ja. Jo. Ich bin mir sicher, dass wir es im nächsten Part schaffen werden. Vielleicht habt ihr noch einige Tipps für mich, wie wir die 5 nach gemeinsam erfolgreich schaffen können. Und wenn das der Fall ist, schreibt mir doch unten in die Kommentare, was für Tipps ich noch beachten sollte. Beziehungsweise Kriterien. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für den heutigen Five Nights at Freddy's Part. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über den Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.